Wir haben heute vor Computern gesessen und Sachen programmiert, aber viel mehr haben wir uns jetzt gerade überlegt, was genau wir tun wollen. Und eine Sache davon ist, dass wir uns überlegt haben, wie denn so ein User-Interface für eine Anwendung, für ein, ich weiß nicht, was auf dem QR-Code drauf ist, für eine Bikesharing-Anwendung aussehen könnte. Die wichtigste Komponente ist natürlich zu zeigen, wo die Räder stehen. Da haben wir auch schon sowieso was fertig da gehabt. Es geht darum, jetzt zu überlegen, wie wir diese Karte, die wir schon in unserer Prototyp-Anwendung drin hatten, als Bibliothek auslagern, weil dann kann man die verwenden, zum einen als Karte, um nur Räder anzuzeigen, aber gleichzeitig auch in der Anwendung, die wir jetzt gerade bauen, um dann, in der man auch die Räder ausleihen kann. Und dazu müssen wir das, was wir bis jetzt haben, in eine Bibliothek auslagern. Genau, es ist spannend, die Karte mit den angezeigten Rädern in eine Bibliothek auszulagern, weil was diese Karte oder die Daten, wo die Karte, der Punkt, wo die Karte ihre Daten herbekommt, also die Fahrräder und Stationen, die sie anzeigt, ist ein standardisiertes Format, das ist GBFS und das spielen wir aus und das kann halt spannend sein zum einen, genau für diese Anwendung zum Ausleihen, aber auch zum Beispiel für andere Systeme, die GBFS einsetzen, andere Bikesharing-Systeme, man könnte mehrere Systeme kombinieren und anzeigen und viele Anwendungen, die zum Beispiel GBFS konsumieren könnten, ich muss diesen Satz nochmal von vorne anfangen. Also was uns aufgefallen ist, ist, dass alle Rollersharing- und Bikesharing-Apps in etwa gleich aussehen. Also selbst die Apps, die es schon sehr lange gibt, mittlerweile ähnlich aussehen als die, die vor kurzem auf den Markt gekommen sind. Es ist immer eine Karte und ein großer Button, um das Rad auszuleihen, um QR-Code zu scannen. Da gibt es nicht viel Unterschied. Also es passiert ja tatsächlich auch, dass Fahrräder einfach, weil sie viel benutzt werden, Schäden haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir davon erfahren. Dementsprechend geht es zum einen darum, dass jemand, der das Fahrrad ausleihen will, einen Schaden melden kann, zum Beispiel sagen kann, hier, ich stehe jetzt vor dem Fahrrad, das wollte ich eigentlich gerade ausleihen, aber da ist die Kette runter oder der Reifen geplatzt. Das einfach melden kann. Gleichzeitig aber auch jemand, der nur die App hat, aber ein Fahrrad sieht, was sehr kaputt aussieht, diesen Schaden melden kann, auch wenn er das jetzt nicht benutzen will. Die Überlegung ist, dass wir nicht unbedingt ein neues System bauen wollen oder in das Bikesharing-Backend mit integrieren wollen. Ein Ticketsystem, weil es gibt einfach schon bestehende Ticketsysteme, die muss man jetzt nicht nochmal nachbauen, sondern dass man diverse Open-Source-Ticketsysteme, die hoffentlich APIs haben, einfach über unser System anbinden kann und dementsprechend auch Adapter für andere Ticketsysteme bauen kann. Dann war das die erste Alpha-Version von Reingehört. Schlechtes Video, schlechter Sound, aber Hauptsache der Inhalt zählt. Wir haben tatsächlich Fahrräder mit einer Chain. Das ist eine sogenannte Metal-Chain. Die verbindet vorne das Zahnrad, wo die Pedale angeschlossen sind, mit dem Zahnrad, wo das Hinterrad angeschlossen ist. Wenn man, das ist quasi so eine Verbindung. Und wenn man in die Pedale tritt, führt es dazu, dass sich nicht nur das Zahnrad mit den Pedalen bewegt, weil direkt über diese Metal-Chain, das ja mit dem hinteren Zahnrad verbunden ist und sich damit einfach auf das Hinterrad bewegt, was dazu führt, dass, wenn das Fahrrad steht, sich das Fahrrad nach vorn bewegt. Jedenfalls, wenn man nach vorne sich tritt. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn verschiedene Bikesharing-Teilnehmer zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten umfallen? In China? Mir fällt nicht mehr mein dummer Spruch dazu ein.